Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Genau passend zur neuen Folge Let's Play Derail Rally. Ja, wir machen jetzt direkt da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Nämlich hier fahr jetzt mit der coolen Lok. Mit der leistungsstärkeren Lok vor allem. Jetzt zu Good Factory and Town, genau. Leider kann ich da nicht hochklettern. Das finde ich voll schade, aber okay. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die Lok ausgemacht. Die... Hoppala! Nein! Nicht da hoch. Danke. Oh. Sag bloß, ich darf dann jedes Mal... Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir geben jetzt richtig Gas. Richtungswender nach vorne. Und los geht's. Alle Bremsen lösen. Ja, man merkt schon, der hat richtig Wumms. Hört sich dann schon auch schon, hört sich auch schon so an. Der Nachteil ist wirklich, ich sehe nichts. Ich sehe rein gar nichts. Hier 60. Schnell wir jetzt hier einfach unterwegs sind. Der Nachteil ist halt, wie gesagt, ich sehe rein gar nichts. Oh, ich fahre zu schnell. Nämlich aufpassen, dass ich nicht entgleise. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir mit dieser Lok hier ganz schnell entgleisen, als wir gucken können. Ich muss mich hier rausstellen, weil das ist schrecklich. Hat es jetzt dann erlaubt? Ja. Neunzig. Komm, geben wir mal Gas hier. Vor allem durch dem, dass die Lok so hoch ist, kommt es gar nicht so rüber, dass wir so schnell sind. U70. Bremsen wir mal runter. Gut, dann kommt bald eine Weiche. In der nächsten Weiche müssen wir rechts. Muss ich mir merken. Oh,
Es hat kurz wieder geruckelt. Leicht bremsen, weil da vorne kommt nämlich jetzt jeden Moment eine Weiche. Ja, Funkgerät. Das werden wir jetzt dann brauchen. Vielleicht treffe ich da jetzt auch. Da vorne, die müssen wir umstellen. Na? Ja, perfekt. Schnell darf man fahren. 50. Ja, sind wir leicht drüber. Okay, bin mit 60 über die Weichen gefahren. Hat anscheinend geklappt. Okay, ist jetzt wieder 70, deswegen können wir die Bremsen nehmen. Ich finde das nur blöd, ich sehe in dieser Lok nichts. Hier so. Wow. Ist jetzt hier okay. Können wir ihn ein bisschen beschleunigen? Hoppala. Meine, jetzt müssten wir auch bald da sein. Ja, easy. Easy peasy. Läuft ja wie geschmiert hier. Ja, jetzt sind wir dann eigentlich auch schon da. Jetzt müssen wir mal runterbremsen, um zu gucken, wo wir jetzt hier die Wegen abstellen müssen. Okay, jetzt weiß ich auch nicht mehr, welche wir zuletzt hingehangen haben. Ach so, ja, ich glaube, dieser Auftrag hängt hinten, oder? Nein. Dann hängt dieser Auftrag hinten, ja. Ja. Gut, der muss zu D5i. D5i befindet sich, wenn hier B ist, müsste D sich hier befinden. Ich bin nicht durch. D20... D1. Sag mal hier. D6i, dann befindet sich, glaube ich, hier D5i. Kann es sein? Nee. Hier D5i auf diesem Gleis. Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen die Weiche einmal hier nach links stellen. Ja, genau. Die Weiche hier ebenfalls nach rechts. Dann die Weiche geradeaus. Dann hier alles geradeaus. So. Hier auch. Ja, das ist... Dann ist hier diese riesige Kurve. Die müsste eigentlich auch alles richtig sein.
Wir würden jetzt hier dann geradeaus drauf fahren, oder? Meine ja. Ja. Sieht gut aus. Dann lösen wir wieder die Bremsen und geben leicht Gas. Ah, okay, der braucht anscheinend ein bisschen, bis er die Bremsen löst, kann es sein. Wieso kommen wir jetzt nicht mehr voran? Sind irgendwelche Bremsen drin? Ha. Naja, seltsam. Auf jeden Fall fährt der jetzt. Ich glaube, irgendeine Bremse ist drin. Kann es sein? Bahnhof. Können wir echt irgendwann Personenzüge fahren? Würde mich interessieren. Weil dann Personenzug mit der Lok, boah, das wäre so geil. So, wo müssen wir jetzt hin? Nochmal D5i, genau, da war ja was. Pfeifen, da wir ja übers BÜ fahren. Hier nochmal. Nach links. Genau. Ja, passt. Easy. Dann bremst man jetzt langsam runter. Na, bis der runterbremst, dauert auch so ein bisschen. Ich könnte ja natürlich hier die obere Bremse dann nutzen. Aber ich meine, wir haben ja noch Platz. Gut, dann hängen wir jetzt die Wegen ab. Müssen wir einmal nur prüfen, welche Wegen. Das sind genau bis CFF 999. Das müsste dann dieser Wagen sein. CFF 999. Bost. Ah. Huf. Ich... Okay. Ah, jetzt, okay. Irgendwie hängen die Wegen auch manchmal so ineinander zusammen. Finde ich irgendwie seltsam. Aber, naja.
So. Dann fahren wir jetzt wieder ein Stück nach vorne, indem wir jetzt einmal die Bremse lösen. Ups. Mich würde es interessieren, wo wir da rauskommen, wenn wir jetzt hier geradeaus fahren. Ist da was auf der Map zu sehen? Nö. Ah, okay, das ist ein Endgleis. Ah, okay, verstehe. Oh Gott! Oh! 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 Upsi! Ups. Upsi, das war nicht geplant. Sorry. Das lag an, der Günther war schuld, ich nicht, ja. Bin ja schließlich nie schuld. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Wir müssen jetzt irgendwie hier wegkommen. Ja gut. Ich kann die Weiche ja gar nicht umstellen, weil... Na toll, nein. Leck mich jetzt. Nein, komm schon. Ich muss das jetzt irgendwie umdrehen können. Aber es bringt mir nichts, weil er hier direkt auf der Weiche steht. Oder ich stelle... Nee. Eieieiei. Müssen wir anders machen. Ich habe schon eine Idee. Boah, ist das laut! Oh, meine Ohren. Weil da fahren wir jetzt wieder zurück. Weil da macht man das dann eben mit dem kleinen Zug, also mit der kleinen Lok, dann in der nächsten Folge. So, dann stellen wir das jetzt hier ab. Die Wegen hängen wir jetzt ebenfalls einmal ab. Na. Ach. Halt nicht. Gut, dann fahren wir jetzt hier wieder geradeaus. Also ein bisschen was nach vorne. Was? Bist du laut? Meine armen Ohren. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier überhaupt eine Zugwerkstatt gibt. Das ist hier die nächste Sache. Wenn ich die Lok hier nicht reparieren kann, wird es hier ziemlich teuer. Ah, hier ist eine, okay. Ja, dann fahren wir hier rein und beenden dann die Folge. Ich meine, das machen wir jetzt heute noch. Und dann reparieren wir den dann auch in der nächsten Folge. Ich bin jetzt echt dann gespannt, wie teuer das wird. Warum mag er jetzt wieder nicht mehr? Einmal kurz gucken. Ja, müsste eigentlich alles richtig sein. Kannst du mal die Tür offen lassen? Das wäre freundlich. Danke.
So, dann geht's dann ab zur Zugwerkstatt. Oh yeah! Manchmal habe ich echt dummes Geschwätz auf Lager, ich weiß schon. Oh nein! Notbremse! Ja gut, ich möchte ja nichts sagen, aber... Das macht's alle... Ich habe aber eine Idee. Ich meine, zum Rangieren ist die Lok wesentlich besser. Das muss ich schon wirklich sagen. Dann geradeaus und hier müsste eigentlich alles richtig gestellt sein. Dann... Irgendwie mag ich die Lok jetzt doch lieber. Ich weiß nicht, ich bin die einfach gewohnt. Jetzt in den letzten Folgen bin ich hier nur ja mit denen gefahren. Weil ich ja nur mit der fahren konnte. Ich weiß nicht. Ah, toll. Zu früh gebremst. Hier so ein bisschen auffahren können wir schon. So. Bam, bam. Dann schiebt man das jetzt einmal so ein bisschen nach hinten. Komm. Dann können wir nämlich mit der kleinen Lok dann eben dann noch die hinteren Wegen dann kurz wegrangieren. Gut, die Weichen sind frei. Dann alle Bremsen lösen und können Gas geben. Oh, ist das laut! Meine armen Ohren! Au! So. Ja, geradeaus. Ja, genau. Und dann nach da und dann da rein. Genau. Und dann reparieren wir den noch. Wenn wir uns das überhaupt leisten können.
Auf geht's zur Werkstatt. Gut, da können wir auch wieder ein bisschen abbremsen. Ich muss mich da mit der Lok jetzt auch erstmal gewöhnen. Das hat ja mit der anderen ja auch gedauert. So, dann können wir jetzt hier auch langsam runterbremsen. Da fahren wir jetzt langsam rein. Gut, machen die Lok aus. Gut. Können wir die auch hier anmachen oder geht das nur auf der einen Seite? Anscheinend nur auf der einen Seite, okay. Boah, jetzt bin ich gespannt, wie teuer. Können wir uns das überhaupt leisten? Jetzt bin ich gespannt, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Nee. Geil, wir konnten die Reparatur gar nicht mal leisten. Okay. Ich würde sagen, ich beende hiermit dann auch die Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. In der nächsten Folge werden wir dann einen neuen Auftrag annehmen. Ich habe überlegt, ob wir das dann hier in der nächsten Folge machen, den anderen Auftrag abgeben. Aber das werde ich doch off-cam machen, habe ich beschlossen. Irgendeins kann ich doch schon abgeben, oder nicht? Ja, das da. Gut. Nehmen wir mein Gehalt, dann haben wir das auch erledigt. Ja, gut. Wie gesagt, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich richtig freuen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play D-Rail Valley. Bye!